Erzähl doch mal, warum du heute hier bist, warum du heute hier beim 10-Jährigen von Pegida bist. Also ich bin deswegen hier, weil ich schon immer Pegida-Fan war, weil es einfach darum geht, dass wir die Freiheit wirklich erkämpfen müssen, die uns hier genommen wird. Das ist ganz entscheidend. So, und es ist schade, dass gerade jetzt zum 10-jährigen Jubiläum gesagt wird, dass das aufhört. Aber es wurde auch wieder was Falsches gesagt. Es hört überhaupt nicht auf, sondern es geht weiter. Sondern es ist so, dass die Pegida in erster Linie die Einheit bewahren will. Und weil es einfach wahrscheinlich viele Demonstranten gibt und viele Gruppen gibt, die das alles auch mitmachen, dass das nicht als Konkurrenz zu sehen ist, sondern sie unterstützen das. Und wenn sie wieder gebraucht werden, werden sie wieder kommen. Wurde mir jetzt schon gesagt. Es wird auch natürlich noch näher erklärt, aber das ist entscheidend, dass es darum geht, dass es weitergeht, dass es keine Konkurrenz ist und dass eine Vereinigung geschieht. Also ich sehe die Pegida wirklich als wie ein Zaun um die ganzen Demonstrationen, weil die auch von Anfang an das machten. Und hier hinten sitzt ein Schild, und wir hatten doch seit 2014 recht, wird das nämlich auch deutlich gesagt, alles was sie gesagt haben, ist eingetroffen. Das ist der entscheidende Punkt. So, das finde ich absolute Spitze. Also Pegida war erfolgreich. Nicht nur war, sondern es wird jetzt... Wird. Der Zaun wird erweitert, würde ich mal sagen. Er wird erweitert, der Zaun. So würde ich es mal sehen. Weil das keine Konkurrenz ist. Das ist sensationell. Ich bin begeistert. Auf welchen Redner freust du dich denn am meisten? Also da darf ich jetzt bewusst keine Namen, also, weil es sind alle wichtig. Marsch mit Absicht. Ne? Eine sehr diplomatische Antwort. Gehst du denn auch sonst noch auf Demonstrationen? Montags beispielsweise finden ja hier auch etwas. Also ich bin Freier Sachsen, wir gehen immer bei jeder Demo mit dabei. Ja, und das weiß auch der AfD, wir stehen überhaupt nicht nebeneinander. Ich habe eine gute Freundin, bin vom Corona-Ausschuss von der Basispartei. Es ist schade, dass da immer wenige dabei sind, aber die gehören genauso mit dazu, weil die haben mit dem Corona-Unrecht unglaublich wertvolle, wichtige Sachen gemacht. Die gehören einfach mit dazu, die müssen dazugehören. Also du wünschst dir, dass die Leute auch alle mehr zusammenstehen würden? Ja, 100 Punkte. Die Einheit ist das stärkste Band, was es gibt. Ja. Oh, jetzt Martin Zellner. Martin oder Markus? Martin, ne? Der Martin, genau. Fand ich jetzt auch super, dass der jetzt so einen Erfolg hatte in der Schweiz. Und es muss weitergehen. Alles klar, danke dir erstmal. Danke dir. Dankeschön. Ja noch ein bisschen hier. Euch auch alles Gute. Danke dir.